Dann gehen wir mal in die Agentur und schauen mal, was wir jetzt noch haben. Vielleicht jetzt schon das Finale? Man weiß es noch nicht. So, dann lade ich dich, zieh dich mal mit rein in die Agentur. Hier gibt es Süßigkeiten. Komm da mit rein. So. Dann gehen wir mal hier hoch. Und schauen mal, was es gibt. Wo bist du denn? Ich bin in der Mission. Achso, musst du da einen anderen Schreibtisch nicht an deinen oder was? Nee, da war hier ein gelber Punkt, wo ich schreiben muss, also eine gelbe Markierung. So, wahrscheinlich die letzte Mission der Agentur, leg dich nicht mit Dre an, heißt es. Eingeladen bist du jedenfalls. Du sagst Bescheid, wenn du durch bist, dass ich dann ich bin soweit. Ja, jetzt bin ich soweit. Okay, let's go. Ich glaube, das war auch der Name von der Mission in dem Ladebildschirm. Ich habe jetzt den genauen leg dich Laut. Nicht mit Dre an, ich glaube, das war das. Dann könnte das Finale sein. Ja. Na gut, ich denke mal, die Million, die wirst du nur einmal bekommen. Ich glaube, als Anführer. Ich glaube nicht, wenn es immer wieder und immer wieder neu startest, dass du dann wieder. Nee, Immer... nur aktuell jetzt bis 28. Ja gut, dann müsste man sie jetzt den ganzen Tag spielen, immer als Anführer, dann kriegst du immer eine Million. Da kannst du richtig Kohle machen. Mit. Nee, nur als Idee einfach dahinter. Na gut. Let's go. Okay, look, I'm heading over Hörst to du? see Dre. You let him know where we at. D-Money. You got a lock on Johnny Guns yet? So, bist du bist in deinem Auto, ne? Based on a couple cell towers, but I can't be more precise than that. Here's the GPS for the closest tower. You'll need to track it down from there. Alright, shit, good enough. Hey, get down here. So, begib dich zu Johnny Guns letztem Aufenthaltsort. So, dann müssen wir den jetzt wahrscheinlich suchen. Mensch, du siehst doch, dass da ein Auto kommt, du Döll. Und Alter. Da steht man lieber als NPC blöd in der Gegend rum. Ja, der wird da wahrscheinlich trotzdem irgendwo drin sein. In dem, wo hier. Ja, nee, du hast recht. Hier ist er. Take them motherfuckers out and let's go. Alter Mustang. Jetzt kann sie gehen, Alter, und so. Hat aber jetzt auch gedauert, bis sie gespawnt sind, ja? Ja, oben. Mhm. Autos.
Mir tut es jetzt um dein Auto leid. Die Penner mussten direkt an dem parken, aber so war die effektive Variante auszuschalten. Ach, das ist ein... Die Idee hatte ich auch, aber ich habe die falsche Waffe ausgefüllt. Tut mir natürlich jetzt leid, dass ich dein Auto im Druck gejagt habe. Warte. So. Na dann, ab zum Flughafen. Also wir sollen auf ihn schießen, aber ihn noch im Leben lassen. Ist bestimmt gescriptet. Ich gehe auch mal von aus, ja. Dass der dann im Sterben liegt oder was auch immer. Gut, du wirst wahrscheinlich jetzt nicht so einfach an ihn rankommen. Der hört wahrscheinlich ein paar Leute um sich rum an. Das Auto steht ist ja auch relativ neu. Also. Okay, wenn ich gewusst hätte, dass das Tor einfach aufgeht, dann wäre ich auch da durchgefahren. Ja, man kennt es halt sonst. Schon komisch, wie alle den Hangar von Devin Weston benutzen. Ja. Ah, geradeaus also. Warte mal, wie spät. Ist auf der Entfernung vielleicht gar nicht so schlecht. Vorsicht, hier sind Tanks, ne? Ja, ich sehe. Klappt jetzt. Vorziehen jetzt. Einen brennt schon. Mhm. Da steht auch nur noch ein paar Leute. Ja. Das ist ein bisschen. Panzerung auffüllen. Da steht doch einer.
Hier ist keiner mehr. Denk dran, nur verletzen, ne? Mhm. Schlagstock. Aber. Oder das hier, ja. Geh weg. Okay, der wehrt sich. Aber ich muss ihn aufheben. Komm her, hier. Ja, ja, ich bin getötet worden. Ich komme sofort. Ich habe den noch einen Elektroschocker reindrücken können. Ich habe ihn dann K.O. geschlagen. Something that belongs to me. That's some bullshit. Got mad respect for you. Respect? What the fuck do you know about respect? Come on, man. You know me. You just tried to blackmail me. I had to hustle hard to get that thing. I was just trying to get paid. Listen, I'm sorry. You can wipe the files, track them down, drag them, make this shit right on God. You just tried to kill me. But you know what? Let's forget about that for a minute. The tracks in my phone, that shit leaked, my nigga. The shit is out there. There's no putting that genie back in the bottle. Johnny, you think I'm a fucking dummy or something? Keep it real? Fuck you. Fuck you too then. Watch your fucking mouth. Take your ass back to the golf course, motherfucker. This the streets. Way out your element, man. It's funny that you should say that because I got my clubs right here. And by the way, I like the 9-9. That's my favorite. Never fails me, you know? Der kriegt jetzt wahrscheinlich das Eisen über den Kopf und stirbt dann. So sweet, so nice, and you can really get a hold of it. You know what I mean? Now that's a great club. And I'll tell you what, man. Bitch! Ass! Motherfucker! I don't even feel bad anymore. The demos are out there, and there's nothing I can do about it. And you know what? Turns out, hey, golf does put me in a better mood. Alright, can you give me a ride home? I got something I want you to hear. Let's ride. Hey, listen. I feel like we've been through a lot together, yeah? But this shit right here, it's put a lot of stuff in perspective for me. Jimmy was right. I've gotta stop holding on too tight. I've gotta start putting some of these demos out that I've been working on for so many years. You have no idea how much shit I've got. But you wanna hear something? Okay. This is a world premiere. Right here. Right now. Dein Charakter scheint es zu gefallen. Stimmt, ja. Das ist fake, so gut fährt Kev nicht. Sagst nur du. Kannst ja jetzt beweisen. I got the chopper, wait. Let's go. Let's Play immer nur so, dass ich scheiße fahre. Ich will ja niemandem mehr weisen, wie gut ich eigentlich bin. Weil ich fand tatsächlich echt manchmal irgendeine Grütze zusammen. So. Apropos fahren, weißt du, was ich letztens gedacht habe? Du hast dir einen fahren lassen? Nein. Wir hatten letztens geschrieben so und da habe ich dir dann eine Sprachnachricht zurückgeschickt. Ja. In dem Moment stand der Bus mit der Liniennummer aus deinem WhatsApp-Bild vor mir an der Straßenecke, an der Ampel. Und ja. Ich so, wenn jetzt Kev da drin sitzt, dann lache ich. Kommt auf einmal drauf an, wo? Wo und wann? Nee, war's nicht du. Bin ja dran vorbeigelaufen. Aber ich hätte gelacht in dem Moment, wenn du wirklich jetzt, nachdem ich gerade eine Sprache geschickt habe, dran gesessen hättest. Ja. Ja gut, ich manchmal mache ich das nur, wenn ich an der Ampel oder an der Haltestelle was länger stehe, aber... Nein, ich hatte dir eine geschickt. Ach so, Kev. Nee, das
klar. Zuhören. Ja gut, die höre ich ja selten an, wenn ich dann fahre, klar. Weißt du, ich hatte gerade eine Sprachnachricht geschickt und dann sehe ich dann, dass der Bus da an der Ampel steht mit der Liniennummer, die du da gefahren bist in dem Titel. Kann sein, ne? So, dann fahren wir den jetzt einmal nach Hause. Scheiße, Laterne brauche ich halt nicht. Alte GTA-Krankheit. Wie immer. So. Zum Pacific Bluffs Country Club müssen wir fahren. Den krieg ich doch. Das, was man in GTA heutzutage macht. Einfach Motorradfahrer mal auf und fahren. Bei der Super Bowl Halbzeitshow musste ich übrigens an das hier denken. Ich habe die tatsächlich nicht gesehen. Das, weil ich mich auch nicht wirklich interessiert hat. So. Hau rein, Dre. Adieu. Der fliegt jetzt nur auf seine Yacht. So, bestanden. Jetzt gibt's die Million. Und dann ist tatsächlich das Finale gewesen. Ich weiß nicht, ob du auch was gekriegt hast. 50.000, glaube ich, waren es. Nur? Ja, ein bisschen öde ist es. Schon, aber ich fand jetzt nochmal ganz cool eigentlich, so zum Abschluss. Damit ist das Thema auch endlich erledigt. Ja, das war immer mal wieder ein bisschen sporadisch gewesen, aber ja, das ist jetzt erledigt. So. Kann ich dich aber nicht mehr töten. Jetzt habe ich nochmal 100.000 gekriegt. Okay, nur mal hin, etwas. Ich habe jetzt alleine das hier 1,3 Millionen verdient. Das bisschen und ich 150.000. Gut, ich habe aber vorher 4 Millionen irgendwas für die Agentur bezahlt. So, jetzt habe ich 3,0 Millionen. Naja, immerhin. Immerhin. Super, dann war's das mit der Agentur und mal gucken, haben wir uns dann. Klar, das normale GTA läuft immer mal wieder, läuft natürlich weiter, klar. Auch wie gesagt, wenn unsere Aufnahme heute kurz wird, werdet ihr das irgendwann wahrscheinlich im Mai sehen, wenn die Folgen rauskommen. Ja, und dann warten wir und freuen uns schon auf das nächste. Tracks out there, but shit, if Dre's happy, we happy. And hey, F. Clinton and Party. Now that shit is real. It got me back in the game, and we ain't even done yet. You keep working the fucking contract. I'll keep my ear to the ground. I'll see you soon, nigga. So, ihr habt's gesagt, das erste sind noch nicht fertig. Also es gibt auch Security-Aufträge, die zu erledigen sind. Mal gucken, wenn ich, ob ich die mal so ein bisschen nebenbei weitermache, aber ich die lasse. In allem sind wir jetzt, glaube ich, erstmal durch mit dem ganzen, mit dem Thema. Ja, mit der großen Story-Sache sind wir fertig. Du kannst ja die ganzen kleinen Sachen alleine machen. Genau, das war ja nämlich auch der Plan jetzt an der Sache gewesen, falls irgendwas kommt. Und ja, mal gucken, wenn wir wieder so ein cooles Update bekommen, ob da noch was kommt irgendwann und ob wir dann weitermachen. Glaube ich weniger, wenn jetzt wirklich GTA 5 auf der Dings rauskommt, auf den neuen Konsolen. Ja gut, Konsolen. Heißt ja nichts trotzdem, dass nicht mehr nochmal was kommt. Kann ja sein, dass es war ja bei den Heist-Missionen, wo das große Update kam, die kamen ja damals auch auf der PS3 mit raus. Also warum sollen eigentlich nicht, wenn Sachen von der PS5 kommen, auch auf die PS4? Das heißt ja nicht, dass es jetzt in den nächsten Tagen, Monaten passieren muss. Es kann ja dann irgendwann, ein bisschen in ferner Zukunft sicherlich nochmal was kommen.
Na gut, auch rein. Bis dann.